So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K15, meine Karriere mit Tim Wiese, still staying strong, wenn man so möchte, genauso wie John Cena, der jetzt wieder WWE Champion ist. Das geht hier Schlag auf Schlag, denn Roman Reigns hat die WWE Championship verloren beim SummerSlam, während wir Rey Mysterio besiegen konnten beim letzten Mal bei einem weiteren Vorbereitungsmatch bei SmackDown. Aber jetzt bahnt sich hoffentlich, eventuell, man weiß es nicht, die nächste Storyline an, die dann anscheinend bei Night of Champions mündet. Kann man das so ausdrücken? Ich bin mir nicht ganz sicher. Roman Reigns sagt hier, wir sind hier, um zu bleiben und wir haben noch eine Rechnung mit einigen Superstars in der WWE offen. Gehören wir zu diesen Superstars? Können wir uns denen anschließen? Bin auf jeden Fall gespannt und hoffe wirklich zutiefst, dass wir nicht nochmal ein Vorbereitungsmatch erleben müssen. X! Ha! Es geht anscheinend mit einer Storyline weiter, die sich mit The Shield beschäftigt. Denn Seth Rollins sagt hier, The Hounds of Justice, also die Hunde der Gerechtigkeit, werden heute Abend aus gutem Grund dabei sein. The Hounds of Justice. Oh nee. Gegen Batze mal wieder. Oh, bekommen wir wieder Universe Cutscenes. Ich bin gespannt. Werden die irgendwie in unser Match eingreifen? Oder was haben die vor? Was haben die heute vor? Muss ich sagen. So. Oh nee, bin gespannt. Die kommen bestimmt zwischendurch einfach mal rennen. So. Wenn wir schon bei Rey Mysterio im letzten Mal waren, dann kommen wir zu seinem ehemaligen Tag Team Partner, ne? Batista, die Storyline bei SmackDown vs. Raw 2009 oder 10, ich verwechsel die beiden immer mal. 2009 war mit Batista und Ray, genau. Mit Moritz habe ich die gemacht. Die habe ich zusammen mit Moritz Let's Played. Könnt ihr euch ja angucken auf meinem Kanal. Dazu einfach mal in der Videobeschreibung vorbeischauen und sehen, dann steht dann Let's Plays und dann erst die ganzen WWE 2K15 Let's Plays und dann andere Let's Plays oder andere Spiele und dort solltet ihr das Ganze dann auch finden. Müssten die ersten 9 Ausgaben sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weiß gar nicht, warum ich gerade so komisch Chain Grappling versuche zu gewinnen mit dieser Kombination. Und mich hat tatsächlich zum Aufnahmezeitpunkt vorhin jemand gefragt, auf welcher Konsole ich das Ganze spiele. Seriously? Er steht erstens im Titel. Er steht PS4. Direkt nach WWE 2K15 meine Karriere, wenn ich mich recht erinnere. Und dann noch sieht man das ja auch wohl an den Anzeigen mit R2 und X. Aber manche Leute brauchen anscheinend extra eine Antwort, damit sie sowas verstehen. Aber don't be a hater! Don't be a bully, be a star. Oh, eine Kampagne, da könnte man auch mal seine Meinung drüber äußern, dass man vielleicht mit dieser Aktion, also Anti-Bullying-Campaign, eher Weicheier groß sieht, anstatt Leute, die für sich selbst sprechen können und so. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal. Oder komm. Machen wir daraus eine Videofrage? Haltet ihr solche Anti-Bullying, also Anti-Mobbing-Kampagnen, egal ob Deutschland oder von der WWE oder so, für sinnvoll? Oder meint ihr, dass die Gesellschaft und unsere Kinder, unsere nächsten Generationen dadurch verweichlicht werden und es nicht mehr dann schaffen, auf sich selbst Verlass zu nehmen und lernen, wie man in der Gesellschaft besteht, auch mit Strapazen? So. Meine Meinung ist da eher zwiegespalten. Mobbing ist scheiße, klar, ohne Frage. Aber da müsste man aus meiner Ansicht nach erstmal jede einzelne Kampagne analysieren und dann sagen, macht das Sinn, wie die das da unterrichten? Ist das sinnvoll? Übrigens habe ich vergessen zu sagen, das ist mir Lariat! Und so weiter. Aber wir machen erstmal weiter mit dem Match hier. Wir können. Na, Batista-Bomb haben wir im letzten Batista-Match schon gezeigt, ne? Komm, wollen wir mal ein bisschen sparen. Einfach mal ruf da, ne? Wie sich das gehört. So. Ab. Und. Einmal. Lunatic. Los, nein. So, dann, gehen wir mal. Ja, wo gehen wir hin? Gehen wir mal zur Barrikade. Ja, das kriegen wir hin. Und die Moment. Uh-oh! Trying to put him away! Ja, fast. Er ist orange, Torso, Kopf. Ups.
wollte es überspringen. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich das haben wollte. Jo. Warte. Er bleibt ja noch ein bisschen liegen danach, ne? Den können wir auch mal hier wirklich eine Aktion mit hohem Risikofaktor erledigen. Los geht's! Oh mein Gott! Fast getroffen! Oh Mann! So. Dann gehen wir wieder rein. Ist kein Problem. Wir können auch den Referee ein bisschen verprügeln. Vielleicht bringt das ja was für die Heelanzeige. Was irgendwie nie klappt, ne? Hallo? Nimmst du. Greifst du ihn jetzt so langsam mal? Es klappt nicht. Muss ihn erst schlagen. Er ist einfach invincible. Unantastbar? Nee, wie heißt das? Unverwundbar. So, invincible. So war das Ding. Jo, komm angelaufen. Zack. Angry Storm mit Anlauf, wie sich das gehört. So, einfach mal an der Seile. Jetzt machen wir hier ein bisschen Lucha. Lucha. Nein, das ist noch nicht wirklich Lucha. Da müsste schon ein bisschen. Nee, Lucha ist doch bloß der mexikanische Begriff für Wrestler, ne? Aber man assoziiert denn mexikanisches Wrestling ja immer mit Lucha Libre. Und das ist auch wieder ein Thema für eine andere Episode. Nee, da machen wir nicht noch zwei Videofragen. Nein, zu viel Interaktion, ne? Um mit dem Thema wieder zu sein. So, Low Blow. Keiner reagiert. So würde man das machen in der WWE. Oder so würden das die WWE-Fans machen. Nee, eigentlich nicht. So, jetzt sind sie wieder lauter. Stehen auch ein bisschen mehr Action, wie es scheint. Ja, Chemise hier einfach mal den Rune Batista in den Luft packt. Und wir machen jetzt den guten alten Cookbook. Oh, here we go. So, und dann machen wir Cover. Open. One, two, three. Right there. Ja, und dann wart der Ton, aber Shield, wann ist denn nun mit euch? Wo ist euer Problem? Warum sind die Kommentatoren aufgestanden? Verstehe es nicht, jetzt sitzen sie wieder hin, auch okay. Aber ich verstehe es nicht ganz. Vielleicht kommt noch. Ich habe noch die vage Vermutung, dass wir eine Cutscene erleben. Ich hätte jetzt aber eher vermutet, dass sie während des Matches reinkommen und irgendwie das Match unterbrechen. Mal sehen. Tatsache, kommt mit Cutscene. Oh, ich dachte schon Black Screen. Forever. Oh oh. The Shield. It's the Shield. This is not going to end well. Sind wir jetzt wirklich eines ihrer Opfer? Oh nö, nicht Handicap. Cutscenes. Eine neue, jawohl. Ah! Oh! Diving Knee. Flying Knee Attack. Oh ne, jetzt kommt die Triple Powerbomb oder was? Oh oh. Der OMG-Moment ist ja auch im Spiel. Da, Endlosschleife. Endlosbild. Ups. Nein. Freund, doch nicht. Na, doch nicht die Wiese, Bob. Gegen Wiese. Nein, überhaupt nicht. So. Ja, toll. Mündet das in der Fehde mit The Shield, aber ich möchte es kein One-on-Three-Handicap-Match haben. Ha! Gehen ja keine Handicap-Matches mehr im Spiel. Wird wohl nix. 4,5 Sterne. Und vergesse nicht im Moment, na komm. Übertreib mal nicht, ne? Ich bin gespannt, wo das Ganze dann hinführen wird, ne? Also, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei beim nächsten Mal und erfahrt er mit mir zusammen, wie diese Geschichte weitergeht. Dazu schaut ihr einfach mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort kommt ihr dann zur nächsten Folge. Während wir erstmal Top-Foto von letzter Nacht. Wow. Aber wir können auch mal bald wieder VC ausgeben. Ich würde, glaube ich, als nächstes für Comeback-Moment, Comeback-Moment möchte ich jetzt gerne ausgeben. Da war der Stimmbruch wieder da. Eine lange Zeit ist vergangen, seitdem ich das letzte Mal ihn gehört habe. Gespürt habe. Nein. Aber jetzt ist er wieder da, oder auch nicht. So, wir können nochmal eben die Eigenschaften verbessern. Aber auch nur minimal. Komm, Armkraft bisschen hoch. Und Beinkraft auch hoch. So, Kopfzähigkeit, Körperzähigkeit kommt nochmal voll. Naja, komm. Angriffstempo geht nicht weiter. Grifftempo 80. Da können wir gar nicht weitermachen. Dann machen wir hier fertig. Wie gesagt, 95 ist mein Limit. Höher will ich nicht gehen. Bei 92 sind wir. Alles klar, Freunde. Gut.
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, Domo für cool. App Block aus. Franz, euer Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.